Watcher 1 an Bravo. Bin in Position. Einen halben Kilometer vor der Küste. Gebäude erkennbar. Status? Wir sind in Schussposition. Sicht auf 2 bewaffnete Ziele versteckt im Feld. Grünes Licht. Ausschalten, wenn möglich. Roger. Warten. Gas? Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Bravo. Wie sieht's aus? Bravo, der Status? Treffer, Watcher. 2 tot. Sehr gut. Rückt vor und seht, was ihr rausfindet. Mobile Patrouillen und ein Bodenteam vor uns. Visiere an, Sergeant. Sehen wir, mit was wir es zu tun haben. Und damit ein herzliches Willkommen hier auf Greppo TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Runde Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2, die Kampagne. In der letzten Folge haben wir das gesamte Dorf platt gemacht als Luftunterstützer und sind jetzt raus aus Mexiko und sind mit einem Tipp nach Spanien gekommen und wollen schauen, was wir hier so alles machen können. Scanne das Gebiet durch dein Visier. Ich sehe sie. Kartell? Vermutlich. 86 Meter. An ihnen vorbei. Mal sehen, was sie vor uns verbergen. Bleib unten zwischen den Gräsern. Wir müssen nicht kämpfen. Jetzt hopp ich bis da hinten hin, oder was? Watcher an Bravo. Wie sieht's aus, Jungs? Unterwegs, Laszlo. Kartellwachen im Einsatz. Irgendwas, wo eine Rakete drin sein könnte? Negativ. Verstanden. Weitersuchen. Ende. Oh Gott. Da bin ich mit der Maus gegen die Tastatur gekommen. Gott. So, und wo ist der andere jetzt hin? Immer weiter, Gas. Folge Price. Ja, mache ich. Verstanden. Sichtkontakt. Ich hab seinen Freund. Und jetzt schießen oder was? Hab ihn. Saubere Schüsse. Vorrücken. Bleib bei mir. Bravo, hier Watcher. Wie ist euer Status? In der Nähe der Winterräder. Verstanden. Begebt euch zur Baumgrenze vor euch. Sie wird etwas Deckung geben. Bestätigt. Dann müssen wir nach links robben, oder was? Ich robben hinter ihm her. Moment. Da kommen Fahrzeuge. Siehst du das? Container-Truck. Oha. Richtige Größe für eine Rakete. Folgen wir ihm. Würde ich aber auch sagen. Bravo an Watcher. Wir haben Transporter nördlich von unserer Position entdeckt. Einer transportiert einen Container. Könnten die Raketen sein. Verstanden. Deswegen sind wir hier. Ich folge der Küste für eine bessere Sicht. Dranbleiben. Okay. Ende. Tunnel unter der Straße. So kommen wir auf die andere Seite. Sehr praktisch. Nach dir. Kartelle und Terroristen. Komische Kombi, oder? Ja. Terroristen geht es um die Vergangenheit. Narcos um die Zukunft. Was haben sie gemeinsam? Reviere und frisches Blut. Sie ziehen die Jugend an. Ihnen gehen nie die Rekruten aus. Das Gras ist höher und bietet mehr Deckung. Duck dich und sei unauffällig. Runter, Sergeant. Naja, viel höher ist es auch nicht. Aktivität. Komm näher. Kleine Patrouille. Direkt vor uns.
steckt die Waffe, Gas. Versuche, ihre Wege vorauszuahnen. Wenn du ausweichen musst, dann langsam und ruhig. Keine schnellen Bewegungen. Nicht bewegen. Das wird knapp. Zu fünft, mhm. Sechs. Sieben. Warte, da sind noch zwei. Zu deinem Thermalvisier. Also noch zwei? Mit deinem Thermalvisier siehst du, was ich markiere. Sehe sie. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Abgekratzt. Guter Scheiß. Alter. Wir können weiter. Oh Mann. Gas, das Gebäude voraus. Draußen ist niemand. Aber drinnen vielleicht. Könnte sein. Überprüfe das Gebäude mit deinem Herzschlagsensor. Ups, wer ist das denn? Sicher, drin ist nichts. Roger. In Bewegung bleiben. Roger, Roger. Ein Herzschlagsensor, gibt's das wirklich? Krass. Nicht angreifen. Da kommen wir unbemerkt vorbei. Er bewegt sich wieder. Kein Sichtkontakt. Verstanden. Ich halte nach ihm Ausschau. In Bewegung bleiben. Na gut. Baumgrenze voraus. Rüber da. Paar Bäume. Die Bäume bieten uns bessere Deckung, aber bleib aufmerksam. Der Truck mit dem Container ist hier. Sie könnten ihn ins Lagerhaus entladen. Mehrere Bewaffnete im Bereich. Bestätigt. Kate? Kyle, was gibt's? Nix. Bist du froh, wieder im Einsatz zu sein? Ich bin hier, weil das vor meiner Nase passiert ist. Ich muss wissen, wie. Wir nehmen uns bekannte, wahrscheinliche und verdächtige Ziele vor, Kate. Ihr trefft alles zu. Mit euch beiden würde ich jederzeit ein Schützenloch teilen. Klären wir diesen Mist auf. Wenn eine dieser Raketen eine Stadt trifft, werden Menschen sterben. Wir sind fast da. Direkt hinter diesem Kamm haben wir Sicht auf das Hauptgebäude. Wenn die Raketen hier sind, könnten sie da drin sein. Bewegen uns entlang der Windräder auf den Kamm zu Laswell. Gut. Ihr nähert euch den Hauptgebäuden. Vom Hügel aus könnt ihr sie sehen. Das Wetter ist auf unserer Seite. Nebel. Schlechte Sicht. Das und die Tarnanzüge sollten uns verborgen halten.
noch laufen, oder? Hier ist so eine Barbecue-Area. Hauptgebäude gesichtet. 400 Meter auf 1 Uhr. Verstanden. Finde einen Platz im Gras. Dann schauen wir mal, wer da ist. Dann mal los. Stell dich hinter dein Visier und erkunde die Gegend. Heilige Scheiße, Captain. So viele Ziele. Bestätigt. Hier wimmelt es von Kartelleinheiten. Benutze deinen variablen Zoom von hier. Das ist weit weg. Nicht schießen. Greif erst an, wenn ich die Entfernung weiß. Watcher, wir sind bereit. Schaltet von dort so viele wie möglich aus. Fangt mit den Verstreuten an. Verstanden. Dann los, Sir. Nach dir. Er ist ganz allein. Kompensiere 3,5 Striche für Geschossabfall. Sein Freund kommt in Sichtweite. Er gehört mir. 1,5. Der andere ist weg. Er gehört mir. Das war's für ihn. Wir haben's noch drauf. Wachsam bleiben. Sie dürfen die Leichen der anderen Patrouille nicht finden. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Mhm. 3,5 Striche. 1, 2, 3, 1,5. Erwischt. Guter Scheiß. Erledige ihn. Sein Freund gehört mir. 3,5 Striche. Das Kartell beißt ins Gras. Saubere Schüsse. Schalte 2 auf einmal aus. Ich nehme den anderen. 4 Striche. Bei der Arbeit einfach umfallen. Verdammt guter Schuss. Uiuiui. So, wo haben wir noch welche? Hier. Es ist nur er. 2,5 Striche. Volltreffer. Das Las Almas Kartell hat offene Stellen. Er ist allein. 3 Striche. Das war's. Netter Schuss. Noch welche? Es ist nur er. 3 Striche. Eliminiert. Noch ein toter Narko. Auf dein Zeichen. 3 Striche. Direkt ins Ziel. Wir haben's noch drauf. So, wen haben wir denn hier noch? Da sind 3. 2 andere können ihn sehen. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel auszuschalten. Wir gucken erstmal die anderen weiter. Das ist relativ viel. Das sind Zivilisten. Sie sind nicht bewaffnet. Was haben Zivilisten hier zu suchen? Dieser Brutplatz ist in Betrieb. Jemand muss die Fische füttern. Okay, alles sind Zivilisten. Er ist ganz allein. 3,5 Striche. Sauberer Treffer. Vorzeitiger Ruhestand. Oh Gott. 2 andere sehen ihn. Such eine Stelle, um 2 mit einer Kugel zu treffen. Ein bisschen weiter runter. Vielleicht. Alles bereit. 3,5 Striche. Striche.
3,5 Striche. 3,5. Hab ihn getroffen. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfschützenkurs noch was. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Und wenn wir von der Seite hier. Gehen wir mal hier in den Busch. Nee, immer noch nicht. Noch ein Böden weiter. Krass, krass. So. Nee, immer noch nicht. Wo standen die hier? Dann laufe ich mal da lang, oder? Nee, kommt hier keiner. Kann ich reingehen? Oh Gott. Position, aber bleib in Deckung, Gas, oder sie sehen dich. Die Listen hier? Schütze eliminiert. Eins. Oh, komplett irre von mir da. Hab ihn getroffen. Krasser Scheiß. Offenbar taugt der Scharfschützenkurs noch was. Jetzt haben wir die hier noch, ne? Gas, das sind Zivilisten. Okay. Er ist in Sichtweite von zwei anderen. Kannst du die Stelle wechseln und zwei auf einmal treffen? Ja. Hier unten war das, ne? Wo ich hingelaufen bin. Diesmal klappt's. Noch ein bisschen weiter. Position. 2,5 Striche. Hallo. Achso, das kann man nur im Liegen machen. Okay, gut. 2,5 Striche. Ich fühle mich immer noch nicht in Position. Hier lege ich mich mal hin. 2,5 Striche. 1,2,5. Oder 1,2,1. Ein Todesfall. Genau wie ein Profi. So, gibt's noch mehr? Das sind Zivilisten hier. Ich kann ja mal ein bisschen im Kreis laufen und gucken, ob wir noch mal jemanden sehen.
Da ist noch einer, okay. Hinter dem Truck? Nee. Okay. Wir müssen alle Kartellmitglieder draußen ausschalten, bevor du reinkannst, Kyle. Mit deinem Thermalvisier siehst du, was ich markiere. Ich sehe da keinen. Bewegung drin? Hier. Du nimmst einen, ich den anderen. Eineinhalb Striche. Nein, hinlegen. Hinlegen. Eineinhalb Striche. Ja, okay. Ausgeräuchert. Guter Scheiß. Was ist das? Ich sehe keinen mehr. Was fehlt? Was markierst du denn? Hier ist doch nichts mehr. Warte, Feinde links. Ich markiere sie. Ganz links? Also das hier ist ja dein Strich. Der mündet doch jetzt da. Schalte ihn aus. Ich nehme den anderen. Du nimmst ihn. Ich den anderen. Direkt ins Ziel. Saubere Schüsse. Wir sind sicher. Zeit nach unten zu gehen und einen Weg hineinzufinden. Ich gebe dir Deckung. Gehen wir zusammen. Zwei sind besser als einer, nicht wahr? Negativ. Du brauchst Deckung und ich bin der bessere Schütze, Sergeant. Los jetzt. Dann los. Moment. Gas von der Rückseite des Gebäudes kommen Fahrzeuge in deine Richtung. Sie haben dich wohl nicht gesehen. Sei vorsichtig. Versteck die Waffe, Gas. Nee, bin ich nicht. Sie tragen Panzerung. Ziel auf den Kopf, wenn du angreifst. Ich weiß ja nicht mal, wo die sind. Da scheinen die Autos zu sein.
hier irgendwo hochrobben? Hau ich jetzt weg oder nicht? Da sind noch zwei, drei. Das sind Zivilisten. Waren jetzt wieder runter? Du bist sicher. Gut gemacht, Sergeant. Ah, ausgesessen. Die Hilfe, Captain. Du machst die Schwerstarbeit. Schön, dass es einer merkt. Ist ein gutes Training. Wir trainieren? Wir trainieren immer, Sergeant. Das stimmt. Die Straße überqueren und nach einem Weg hineinsuchen. Verstanden, bin unterwegs. Mehrere offene Tore um das Hauptgebäude. Okay, Straße ist frei. Durchs Tor. Verstanden. Finde einen Weg hinein. Wir müssen wissen, ob Raketen in diesen Gebäuden versteckt sind. Mhm. Ich meine die irgendwie auf. Irgendwo muss ja eine Tür sein. Es wird ja nicht nur Tore geben. Hier ist eine Tür. Was zur Hölle? Hat jemand geschossen drin, oder? Ist verschlossen. Hier ist noch eine Tür. Sehe mehrere Möglichkeiten reinzukommen, Sergeant. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ja, immer. Vorschläge? Durchbruch mit Sprengstoff, Beschuss durch die Oberlichter oder Tränengas durch die Lüftungsschächte, um sie rauszutreiben. Alles klar, ich bin dabei. Sag öffnen.
Ihr Leute? Da sitzen. Uiuiuiui. Einer getroffen. Kann ich eh die Granate werfen? Hab noch einen. Einer getroffen. Drin, ey. Das Lagerhaus ist gesichert. Dieser Container ist da drin. Überprüfe ihn und durchsuche das Lagerhaus nach Hassans Raketen. Ach. Nee, das will ich gar nicht. Kann ich das wieder aufnehmen? Ja. Heilige Scheiße. Drogen. Das ist definitiv ein Außenposten des Kartells. Drogen. Was siehst du? Tonnenweise Drogen. Das Lagerhaus ist voller Waffen. Nimmst du Drogen? Pillen, Rohstoffe. Hassan hat tiefe Verbindungen zum Kartell, aber es geht nicht um Drogen. Wir müssen die Raketen finden. Hier sind auf jeden Fall Waffen drin. Pass auf. Gepanzerte Patrouillen nähern sich vom anderen Gebäude. Es scheinen 5 zu sein. Benutze deinen Herzschlagsensor und schalte sie durch Kopfschüsse mit deinem Schalldämpfer-Scharfschützengewehr aus. Pass auf die Türen auf, Gas. Da sind noch welche. Das war's, nicht da. Wo ist noch einer? 4 sind erledigt. Waren zu nah an der Leiche. 5. Zählen kannst du. Ja, stimmt. Bist du jetzt etwa frech? Ich mach nur Spaß, Captain. Da ist noch einer. Wir sollten lachen, solange wir es noch können. Konzentration, Jungs. Ja, Ma'am. Komm mir nicht mit Ma'am. Ich bin immer noch schneller als du. Kein Kartell mehr im Gebiet. Alle tot durch plötzliches Loch im Kopf. Ups. Ich will wissen, ob es dort Raketen gibt. Überprüf das nächste Gebäude. Jo, machen wir. Gleiches Spiel, Gas. Du kannst reinstürmen, die Oberlichter nutzen oder Tränengas einsetzen, um sie in die Flucht zu schlagen. Okay, aber ihr Lieben, das machen wir genau hier weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr es durchgehalten habt bis zum Ende. Yeah. Lasst ein Abo da, einen Kommentar und ich freue mich über ein Like. Deswegen macht's gut. Euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.